dem stolzen Bürgermarsch Seite der Bundesjugendleitung, der amtierende Bundesjugendleiter, Dr. Rudolf Moran, gefolgt von den Mitgliedern seines Vorstandes. Als auch sehr geschätzte Stadtjungs seit Jahren auf Grundfreiheit beherbergt und den berechtigten Stolz ihrer Bürgerschaft darstellen, begleitet seit vielen Jahren die Lebensführer Knabenkapelle unseren Prachtumzug zu Pfingsten. Ihre Gründung geht auf den Standort Wiegand im Jahr 1868 zurück. In der Folge dieser anspruchsvollen Tradition stellen sich auch heute die jungen Musiker, die etwa 80 aktive und 30 Rekruten umfassen, den Anfangsmann in der nordrheinischen Staaten aufzunehmen. Von hier eine große repräsentative Anspruch. Sie stehen seit kurzem unter der Herrschaft von Paul Kraft aus der Piste zergeben. Wir entstehen jedoch die einst weit verbreitete und die selbstverständliche Grundsätze der Tradition der Brüder- und Schwesternschaften in den Gemeinden unserer siebenbürgischen Heimat zurück, in denen die Jugendlichen einer Ortschaft auf ihre Konfirmation vereint waren. Sie wird von Elke hier und von Adolf geleitet und prägenieren aufs Land auf. Zum 11. Mal in Folge nimmt die 1950 gegründete Kreisgruppe Kassel Nordhessen am Prachtumzug in Winkelsbühl teil. Sie wird in bewährter Weise von Michael Feuerkauf geleitet und vertritt auch heuer als einzige Umzugsteilnehmerin die Landesgruppe Hessen. Die Heimatortsgemeinschaft Deutsch Zemling steht bereits seit einigen Jahren unter der Leitung von Thorsten Schuller und vertritt die nordsiebenbürgische Arena Denken. Die Deutsch-Zemlinger haben in diesem Jahr eine in Augsburg neu gegründete Kindertanzgruppe und eine Jugendtanzgruppe in ihrer Heimatortsgemeinschaft aufgenommen. Eine solche Fusion mit Kindern und Jugendgruppen, auch wenn deren Mitglieder nicht aus dem gleichen Heimatort stammen, trägt zum Erhalt unserer Gemeinschaft bei und ist für diese kleine Heimatortsgemeinschaft eine enorme Bereicherung. So sehen wir hier neben den schlichten dunkleren Deutsch-Zemlinger Trachten auch solche aus der Hammerstädter Gegend in Unterwald, dem Westerland und dem Weinland. Die Landesgruppe Baden-Württemberg unter dem Vorsitz von Michael Konrad wurde 1949 gegründet und begeht gemeinsam mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland in diesem Jahr ihr 70. Jubiläum. Als Mitausrichter des diesjährigen Heimattages tritt sie mit einer Gruppe aus Trachtenträgern auf, die aus verschiedenen Kreisgruppen der Landesgruppe stammen und den übergreifenden Zusammenhalt in der zweitgrößten regionalen Untergliederung des Verbandes darstellen. Wir sind Bürgermusikanten geweiht, unter der Leitung von Reinhold Rehl, neben zum ersten Mal am Trachtenumzug des Heimatortes teil, wozu wir Sie aufs Herzlichste begrüßen. Die Reihen des Klangkörpers werden durch die Glaskappe geschlossen, doch da können der Weiter und unterstützt. Thank you.
Schluss bilden die Vereinigten Blaskapellen Göppingen und Schwäbisch Gmünd. Sie werden von Reinhold Mori und Bernhard Stappen geleitet und dirigiert. Lieben Uran, sehen Sie die Schilder der beiden Blaskapellen, getragen von Kindern in südwestsächsischer Tracht. Gefolgt von den Fahnenträgern der beiden Blaskapellen, die sich in den Heimattag im Kriegsspiel zusammengeschlossen haben. Wurde 1983 gegründet und steht unter dem Vorsitz von Hans Wagner. Die Trachtengruppe aus Mitgliedern des Chores, der Theatergruppe und der Jugendtanzgruppe wird von Rosa Schulz geleitet. Die 1965 gegründete Kreisgruppe Heilbronn steht dieses Jahr vor einigen organisatorischen Herausforderungen. Nach dem gelungenen Auftakt mit einem Neujahrsempfang im Großen Rathaus der Stadt Heilbronn und einem gut besuchten Baumspitzelfest freuen sich Ihre Mitglieder jetzt auf das große Kronenfest am kommenden Sonntag, auf der Bundesgartenschau 2019 und auf die 70-Jahr-Feier in der Landesgruppe in der Heilbronner Harmonie im November diesen Jahres. Die sich nur geschätzte Mitgliedergruppe Heilbronn wurde 2005 anlässlich des 40-jährigen Kreisgruppenjubiläums von Axel Feld gegründet und wird seit rund einem Jahr von Tim Dortmisch und Isabella viel erfolgreich geleitet. Ihre folgenden Trachtenträger der südwestsächsischen Jugendtanzgruppe Heilbronn unter Beleitung von Rainer Adam und Patrick Wilker, letzterer zeitgleich amtierter Landesjugendleiter der südwestsächsischen Jugend in Baden-Württemberg. Thank you.
Orchester geleitet. Wurde im Jahre 1995 gegründet. Sie steht unter der Leitung von Astrid Götter und Karina Ludwig. Aktuell zählt sie 34 Mitglieder, die etwa 15 Auftritte im Jahr meistern und Karten aus der Hermannstädter Gegend tragen. Dank Ihnen ist die Tanzgruppe eine sehr lebhafte, humorvolle und freudige Gruppe, woraus viele wertvolle und herzliche Freundschaften entstanden sind. Sie feiern nächstes Jahr am 25. Jubiläum. Die Formation ist eine sehr aktive Untergliederung der Landesgruppe Baden-Württemberg, welche ihr 25-jähriges Bestehen im November letzten Jahres feierte. In der Kreisgruppe gibt es viele traditionsreiche Veranstaltungen der jeweiligen Kulturgruppen statt. Die Tanzgruppe als Kern dieser Kreisgruppe begeistert immer wieder mit ihren Auftritten. Die Kindertanzgruppe verstärkt heute die Tanzgruppe der Kreisgruppe. Blasmusik Stuttgart e.V. wurde bereits 1951 gegründet und steht unter dem Vorsitz von Michael Rufus. Sie besteht derzeit aus 34 aktiven sowie 71 passenden Mitgliedern und wird von Reinhard Cordias und Gesi. Thank you.
Unter der Leitung von Motorradfahrer und Franz Schuppert möchten wir als Kirche ihre Sippen und Bräuche hier in Deutschland weiterführen. Sie zeigen uns heute ihre Sonntagstracht, die in den meisten Fällen selbst hergestellt wurde, ebenso wie der etwa 4 Meter breite Wandschmuck mit den Ortsnamen, der von einer einzigen Frau gestickt wurde. Südlich von Schlesburg liegt die Ortschaft Pappholz, deren Heimatortsgemeinschaft 1980 gegründet wurde und unter der Leitung von Michael Albert steht. Die Pappholzer zeigen uns zum 17. Mal in Folge den Trachten verschiedener Generationen zu der eher schwarz-weiß gehaltenen Frauentracht. Gehört als Besonderheit, dass wir Pappholz typische gelb gestickte Samthäubchen. Die Männer tragen Stiefel und Stiefelhufen zur jungsächsischen Tracht. Den Abschluss der Schlesburger Gegend bildet die äußerst aktive Heimatortsgemeinschaft Groß-Arisch mit ihrem Vorsitzenden Wilhelm Paul. Neben der Pflege von Tracht und Kultur investiert die Gemeinschaft viel Zeit und Mühe in den Erhalt der Kirchenburg und den guten Kontakt zu der Heimatgemeinde lebenden Landsleuten. Wir begrüßen die 1951 gegründete Landesgruppe Nordrhein-Westfalen unter dem Vorsitz von Rainer Lehni. Ihre Trachtengruppe wird aus Mitgliedern der Kreisgruppe Wetterich und Herzen gebildet, welche uns Trachten aus ganz Südböhmen, größtenteils aber aus Nordsinnböhmen zeigen. Die Jugendtanzgruppe Tine Kielstein wird bei ihrem heutigen Auftritt auch von Mitgliedern der Erwachsenentanzgruppe Tine Kielstein, sowohl unserer Müller und Linken Kölner und der Kreisgruppe unterstützt. Sie besteht zurzeit aus 20 Tänzerinnen und Tänzern im Alter zwischen 16 und 22 Jahren. Viele Eltern der Jugendlichen sind ebenfalls in südböhmischen Kulturgruppen aktiv, was auch zeigt, wie wichtig das Engagement und die Vorbildfunktion der Eltern für die Fortführung der südböhmischen Tradition ist. Die Kreisgruppe Wuppertal wurde 1951 gegründet. Ihre Kreisgruppe wird von Wilhelm Kopf geleitet. Das Kennzeichnen der an der Wurzel
Schwarzen in der Männertracht ist der bis an die Knöchel reichende dunkelblaue Tuchmantel. Die breiten Aufschläge an den Ärmeln sind aus rotem Tuch oder dunkelrotem Sand. Von den vielen Silberschließen auf der Brust wurde nur die oberste und unterste geschlossen und für jedes Patentum eine weitere. Die Heimatortsgemeinschaft Neustadt, ein Wurzelland, hat mit Manfred Roth seit Juni letzten Jahres einen neuen Nachbarvater. Wir wünschen ihm für seine Arbeit viel Erfolg. Die Männerkrawatte ziert in Neustadt eine besondere Stickerei, das Wappenmotiv Eichel mit zwei Blättern. Die beiden Brautknechte erkennen wir an den geschnürten Stöcken.
sprechen Sie vor der Hochzeit von Haus zu Haus zum Einladen gingen. Ihnen folgen die beiden Elternpaare und zwei Brautfrauen in männlicher Begleitung. Anschließend reiht sich die Jugend in den Hochzeitszug ein, welcher dann von allen weiteren Hochzeitsgästen abgeschlossen wird. Wir begrüßen die Trachtung und Kürteln zu der ersten Teilnahme am Festumzug Ihres Heimattages. Herzlich willkommen. Unter der Begleitung von Ihrer Schwester zeigt sie uns einen Hochzeitszug, wie er in Kürteln üblich war. Zwei Brautknechte führten die Braut und zwei Brautmägde den Bräutigam, gefolgt von der geordneten Hochzeitsgesellschaft und Schwester. Wir sehen Wortenmädchen, verheiratete und gemündete Frau. Ebenfalls zum ersten Mal unter eigener Fahne dabei begrüßen wir ganz herzlich die Heimatortsgemeinschaft Holzmengen, deren Gründung auf das Jahr 1991 zurückgeht. Die Trachtengruppe wurde unter der Leitung des 2018 neu gewählten Vorstandes unter dem Vorsitz von Thomas Schneider ins Leben gerufen und zeigt uns die Holzmenger Festnacht, wie sie zu großen Feierlichkeiten wie Hochzeit und Taufe sowie zu kirchlichen Festtagen getragen wurde. Mitglied mittlerweile ein eingetragener Verein und fast die HG Holzmengen ca. 200 Mitglieder, die sich mit großer Begeisterung an verschiedenen Aktivitäten beteiligen. Ein Zukunftsprojekt der Heimatortsgemeinschaft stellt der Aufbau der Jugendgruppe dar. Auch die Heimatortsgemeinschaft zieht, die im April dieses Jahres ihr 40. Bestehen gefeiert hat, möchten wir mit Ihrem Vorsitzenden Werner Sedler zu Ihrer ersten Teilnahme am Festumzug in Wingelstühl aufs Herzlichste begrüßen. Die Heimatortsgemeinschaft Rosenen e.V. wurde 1983 gegründet und hat seit geraumer Zeit einen neuen Vorstand unter dem Vorsitz von Brigitte Gärtner. Ihre Trachtenträger zeigen sowohl Trachten aus Rosen als auch solche zugezogener Ehepartner. Dabei sind Mädchen in der blauen jungsächsischen Tracht, Frauen in der schwarzen Tracht mit Haube und Frauen in der weißen Tracht mit dem sogenannten schönen Bändel. In der letzten Reihe sind wir bei Herrn im Dolmen. Zu Ihrer dritten Teilnahme begrüßen wir die Trachtengruppe der Heimatortsgemeinschaft Groschek. Unter der bewährten Leitung von Sigrid Alsner sehen wir bei den Frauen vorrangig den städtischen Busenkittel, der in unzählige kleine Falten gelegt, einer Wiederbelebung von 1920 entstand. Zur Glasfaltenausführung, die hauptsächlich von den konfirmierten Mädchen getragen wurde, gehörte eine gelbbraun gestickte Schürze sowie der gezirnte Ledergürtel und die bunt gewebten Kopftücher. Der Vorstand der 1988 gegründeten Heimatortsgemeinschaft Alzen besteht aus 6 Mitgliedern. Unter ihrem Vorsitzenden Hans Martin Tekeser engagieren sich die Alzener seit Jahren in Zusammenarbeit mit ihrer Kirchenkuratorin Rosi Müller unter anderem für die Friedhofspflege sowie für den Erhalt der Instandsetzung der Kirche in Alzen. Das Genetz der Häubchen mit bunt gestickten Samtbändern.
Begleitet werden sie von den Männern in der jungsächsischen Tracht, aber auch in der alten Tracht mit Dolman oder Mente als Kopfverdienten, denn diese der schmalkörnige städtische Hut. Wunderschön ist ein kleiner Ort im Rabachtal, der seinen Namen der wunderbaren Naturlandschaft verdankt, von jeher viele Reisende beeindruckt hat. So besuchte schon 1368 König Hut der Große aus Ungarn das schöne Rabachtal und suchte Schutz zwischen den legendären Wunderfüßen. Wir sehen Prachtträger der Herrmannsgemeinschaft unter ihrem Vorsitzenden Hermann Ronja. Der Herrmannsgemeinschaft Jakobsdorf Feierlesen dürfen wir heuer zu ihrem 30-jährigen Gründungsjubiläum gratulieren. Zu den Besonderheiten der Festtag dieser Gruppe Erwin Schnabel gehören die weißen geletzten Häutchen der Frauen, die je zwei breite und zwei schmale Männer zieren. Die Trachtengruppe der Herrmannsgemeinschaft Hochdorf im Habachtal, die 20 Jahre nach Gründung der Heimatortsgemeinschaft des Lebensmittel Wunde steht unter der bewährten Leitung von Katharina Rübel und darf ihrer 12. Teilnahme in Folge der Gründung werden. Seit genauer Zeit steht die Heimatortsgemeinschaft unter dem Vorsitz von Helmut Niebolzer. Zum Abschluss der Region Haberkamp, Vorstand der Raum, sehen wir die Heimatortsgemeinschaft Schönberg gebaut unter der Leitung von Inge Stürmer. Die Sachsen aus Großsteuern sind Teil der jungen Altmühltaler Böhmischen Glaskapelle, die uns in die Heimatstätte Gegend geleitet. Sie wurde vor 2 Jahren gegründet, steht unter der Leitung von Johannes Kunst und Markus Schiller und spielt regelmäßig zu den Tanzveranstaltungen der Großsteuern. Die Tracht
stolzen Budapest-Platz. Du bist der großen Auswanderer, dass deine ihre Vielfalt in ihre Farben und Formen reicht und lebendig und lebensnah erhalten geblieben ist, wobei einzelne Elemente bis ins Mittelalter zurückreichen. Eine Besonderheit stellt der stolzen Bürgermeister dar. Zu den festlichen Klängen der Lippendorfer Blaskapelle ziehen wir auf der Hermannstädte Bühne aus. Diese Musikanten sind Nachbarschaft Meschen e.V. mit ihrem Leiter Hans Reinhardt.
Ihre Heimatortsgemeinschaft wurde 1983 gegründet und steht unter dem Vorsitz von Udo Schneider. Ein besonderes Highlight im diesjährigen Terminkalender der Mechler stellt mit Sicherheit die Teilnahme am großen Kronenfest auf der Bundesgartenschau in Heilbronn am kommenden Sonntag dar. Die Trachtengruppe, der 1978 gegründeten Heimatortsgemeinschaft Scharrach an der Kochel, wird von Gertrud Weinert geleitet und besteht größtenteils aus Teilnehmern aus Ingolstadt. Sie zeigen uns die Festtracht ihrer Heimatgemeinde, wo es die jungsächsische Tracht nicht nur in Blau, sondern auch in Weiß gab. Beide wurden sowohl von den sogenannten Mädeln als auch von den jungen Frauen getragen. Lediglich die Kopfbedeckung zeigte den Stand an. 1989 vom ehemaligen Schulleiter Georg Baumann gegründet, beglückwünschen wir die Heimatortsgemeinschaft Madisch e.V. mit ihren Leitern Stefan Albrecht und Friedrich Zink heute zu ihrem 30. Jubiläum. In ihrer Heimatgemeinde im Kaltbachtal gibt es seit Anfang der 1990er Jahre keine sächsische Bevölkerung mehr. So haben die Madischer entschieden, dass ihre beiden Kirchenglocken in Deutschland weiterklingen sollen, eine davon im Turm der Erinnerung in Trabender Höhe. Nach Gunther, also in den vergangenen Jahren, erleben wir die Trachtengruppe der Heimatortsgemeinschaft Frauendorf unter der Leitung von Annemarie Wuchum und Maria Rhein. Bei den fleißigen Heimatort, die Anzahl ihrer besonderen Blumenmiete, die in Frauendorf ausschließlich zum Blumenfest getragen wurden, für den heutigen Umzug erhöht haben. Das Blumengewinde wiegt etwa 3,5 bis 4 Kilo und wird aus 400 bis 500 Papierblumen in mindestens 20 Sorten zu Ehren des Namen Frühlings gebunden. Eine der Blumenhüte wird heute zum ersten Mal von Jonas Wuchum getragen, der am 5. Mai dieses Jahres konfirmiert wurde. Herzlichen Glückwunsch. Die Heimatortsgemeinschaft freut sich auf ein zweites Treffen in der Heimatgemeinde im August dieses Jahres. Ein herzliches Willkommen richten wir an die Trachtenträger der Heimatortsgemeinschaft des Deutschen Ostbuchdorf e.V. die unter der Leitung von Melanie Wachenschmidt heute zum ersten Mal an unserem Festumzug teilnehmen. Die Kunsthoffmann Heimatgemeinschaft wurde 1996 gegründet und steht unter dem Vorsitz von Heike Mai-Leben. Heimatort war ehemals die größte Landgemeinde des Elbsystems.
Die Heimatortsgemeinschaft Meschendorf e.V. tritt in der Jungsexkraft aus und ist bestrebt, auch der nachfolgenden Generation das Gefühl der Verpflichtung zur Heimatpflege und Heimatkunde zu vermitteln. Unter dem Vorsitz von Marianne Theil werden sowohl Veranstaltungen zur Stärkung der Gemeinschaft organisiert, als auch der Erhalt und die Pflege der kirchlichen Liegenschaften in der Heimatgemeinde finanziell unterstützt. Zu den Pflichtterminen gehört auch die jährliche Teilnahme an der Haferland-Kulturwoche. Wir sehen die Trachtengruppe der 2013 gegründeten Heimatortsgemeinschaft Galt e.V. unter der Leitung von Erika Schmidt. Zu den Besonderheiten der Galter Frauentracht gehört die kamouflierte Türschürze, hier der Hoferland-Schutz genannt, unter dem die Mädchen eine grüne, blaue oder rosafarbene Schürze aus Seide trugen, sowie die Tatsache, dass sie den Galt neben der Festtagsbuckelung mit dem Wisstief auf die Brust hängenden Schleier und den diademartigen Buckelnadeln seit Jahrzehnten bei den älteren Frauen auf die sogenannte Kronerhaube als Kopfbedeckung durchgesetzt haben. Auch in Stein hat die Tracht mit der Jahrhundertwende eine große Wandlung erfahren. Der städtische Einfluss machte sich sowohl in der Auswahl der Materialien als auch in der Art der Verarbeitung bemerkbar. Die Heimatortsgemeinschaft Stein steht unter der bewährten Leitung von Werner Hellner. Neben der ursprünglichen, jedoch sehr modern gehaltenen schwarzen Tracht tragen die Frauen auch die weiße Tracht und sogar die jungsächsische blaue Tracht. Diese wurde in den 1930er Jahren von den angeheirateten Frauen aus dem Weinland nach Stein gebracht und fand hier ihre Verbreitung. Es folgt die Trachtenabordnung der Heimatortsgemeinschaft Deutsch-Tscheckes um Gerhard Spassel. Auch hier sehen wir die für diese Trachtenlandschaft typische Frauen- und Mädchentracht mit dem seitlich zu schließenden, mit symmetrischen Blumenmuster in gelb oder dunkel gestickten Samtleibchen und einer Vielzahl an unterschiedlichen weißblumigen Schürzen mit schwarzen, gelben oder blauen Kreuzstickmuster bestickt oder auch mit genetzten oder gehäkelten Quereinsätzen verziert. Eine Besonderheit von Deutsch-Tscheckes stellt das sogenannte Jungfrauenband dar, das die jungverheirateten Frauen zum Zeichen ihres Standes vornehmlich am Leibchen befestigt. Es war ein Hochzeitsgeschenk ihrer Schwiegermutter. Zu ihrer 10. Teilnahme am Festumzug dürfen wir heute der Heimatortsgemeinschaft Fellner unter der Leitung von Ambine Donner gratulieren. Zum Zeitpunkt die in Schwarz-Weiß gehaltene Festtracht der Frauen, die zum kirchlichen Frauenmantel getragen wurde. Den Abschluss dieser Region bildet heute die Trachtengruppe der Heimatortsgemeinschaft am Rudi, organisiert von Gerhard Kallas. Neben den jungsächsisch gekleideten Männern der Gruppe zeigen uns die Frauen und Mädchen mehrheitlich ihre Tanztracht, bestehend aus den auch hier üblichen seitlich geschlossenen und in Gelbtönen gestickten schwarzen Samtleibchen zu dem weißen luftigen Rock, den sogenannten Schilderkämmer. Katrin Schweinfeld inne, Rose Rosita Barty ist Tanzleiterin.
In der Gruppe werden Fakten aus dem Münchner Land und aus verschiedenen Gebieten sie in Möglichkeit getragen. Heuer wird die Tanzgruppe Nürnberg vom 20. bis 22. September am 29. Sachsen-Treffen im Bistritz teilen. Sie freut sich über immer neue, tanzbegeisterte junge Mitglieder. Die Siebürgische Jugendtanzgruppe Nürnberg wurde 2008 von Brigitte Harmfeld und Stefanie Kepp gegründet. Heute wird sie von Katrin Kepp geleitet. Sie besteht aus 37 aktiven Mitgliedern, die aus dem Raum Nürnberg sind und Schwabach kommen. Sie tragen in der Regel die Kraft aus den Herkunftsgebieten ihrer Eltern, so aus der Hermannstädter Gegend des Geburtslandes, dem Rechtsverländchen und dem Weinland. Präsentiert sich mit Trachten aus Südsiebenbürgen. Die 15 aktiven Tänzerinnen und Tänzer aus dem Großraum Nürnberg im Alter von 12 bis 40 Jahren werden von Dieter Krempels geleitet und haben Spaß am Tanzen und an siebenbürgischer Gemeinschaft. Sie sind aktiv im Rahmen des Kreisverbandes und unternehmen jährlich eine größere Ausfahrt ins Ausland, welche sie im letzten Jahr gemeinsam mit mitwirkenden anderen Tanzgruppen zur Europäer nach Portugal führte. Die Trachtentanzgruppe Nadasch e.V. wurde 1983 anlässlich des ersten Nadascher Treffens gegründet, zählt heute 21 aktive Mitglieder. Sie zeigen uns unter der Leitung von Jessica Roth, Andrea Wolf und Christopher Roth die Nadascher Festtracht und die Jungsächsische Tracht. Die siebenbürgische Nachbarschaft Rostal ist 2010 gegründet worden und wird vom Nachbarvater Hans Stüler geleitet. Außer den geselligen Zusammenkünften zählen Brauchungspflege und Öffentlichkeitsarbeit zu ihren wichtigsten Zielen. Das Sommerfest, das Gemeindefest, der Martinmarkt, verschiedene Quelle und zuletzt der monatliche Stammtisch und das monatliche Treffen der Senioren und bei Gehörnisieren jährlich im Terminkalender. 1956 gegründet ist die Kreisgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen, Gerasig, eine der ältesten und aktivsten Kreisgruppen der Landesverbandes Bayern, in der Kinder-, Schüler-, Jugend- und Erwachsenen-Tanzgruppen ein Chor sowie eine Theater- und eine Handarbeitsgruppe ihren Mitgliedern ein vielfältiges Angebot bieten. Chor- und Theatergruppe feiern ihr 40-jähriges Jubiläum, der Handarbeitskreis, das 25-jährige. Die Trachtenabordnung steht unter uns gemeint. Die Kreisgruppe Wald Freiburg feiert heuer ihr 45. Bestehen, was uns die einmalige Gelegenheit bietet, Vertreter der Stadt Wald Freiburg in den Reihen der von Hans Feier geführten Trachtengruppe am Heimattag zu begrüßen. Wir freuen uns, den ersten Bürgermeister der Stadt Wald Freiburg, Herrn Robert Kötsch, mit Ehefrau Wagner und sie durch die sächsische Tracht begrüßen zu dürfen. Gefolgt vom zweiten Bürgermeister der Stadt Wald Freiburg, Herrn Richard Fischer, im gleichen Festkleid. Sowie der Referentin für Bildung und Kultur der Stadt Wald Freiburg, Frau Fahnenresse, ebenfalls in den bürgerlich-sächsischen Ortsrat. Zu den Höhepunkten des Verbandslebens der über 340 Mitglieder zählen Kreisgruppe gehörten vor 5 Jahren die 50. Gründungsfest der Kreisgruppe. Die Kreisgruppe Neuburg an der Donau wurde 1991 gegründet und führt etwa 100 zahlende Mitglieder. Zu ihnen zählen auch die Aktiven ihrer Tanzgruppe, ihrer Theatergruppe und ihres Chores. Viele der siebenbürgischen Landsleute sind zudem im Musikverein Heinrichshain tätig. Wir begrüßen die Trachtengruppe der Kreisgruppe Traunreuth unter der Leitung von René Burkes. Wir sehen die Traunreuther heute in einer kleinen Besetzung, weil einige Vertreter ihrer Kreisgruppe, so auch der Vorsitzende Richard Schneider, anlässlich einer Jubiläumsfeierlichkeit in ihrer Partnerstadt in Frankreich weilen. Umso mehr freuen wir uns über ihre Teilnahme in dem Gespräch. Die siebenbürgisch-sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg wurde 2007 anlässlich eines Heimatortstreffens gegründet und hat entgegen der Annahme, dass es sich um einen einmaligen Auftritt handeln würde, bis heute Bestand. Sie zählt 23 Mitglieder und zeigt uns Trachten aus dem Zeckisch und dem Kochelgebiet. Die Tanzgruppe zeichnet sich durch den engen Zusammenhalt der Tanzgruppenmitglieder aus. Durch ihre Auftritte haben alle das Bestreben, die siebenbürgisch-sächsische Kultur zu leben, zu erhalten und an die heranwachsenden Generationen weiterzugeben. Bereits 1951 wurde die Kreisgruppe Augsburg im Verband der Siebenbürger Sachsen gegründet, der seit 2016 Helmut Schwarz vorsitzt. Sie beherbergt eine stattliche Anzahl von aktiven und erfolgreichen Kulturgruppen, die sich alljährlich auch in Trachten und zu vier am Heimattag in Winterspiel beteiligen. Ihre Trachtengruppe wird heute von der siebenbürgischen Kindergruppe und der siebenbürgischen Schüler-
Kinder- und Jugendtanzgruppe angeführt, die beide von Sandra Brust und Helmut Schwarz geleitet werden. Ihnen schließt sich die Symbolische Tanzgruppe Augsburg unter der Leitung von Frank Ohren und Udo Schneider an, welcher die Mitglieder der Kreisgruppe und des Kreisgruppenvorstandes folgen. Mit
Deutschland. Seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner unserer Gemeinschaft mit einem breit gefächerten